Mit dem Äußeren seines Hauses war Bauherr Thorsten Bauer lange nicht glücklich. Das Haus war Baujahr 1963 und in die Jahre gekommen. Vor allem im Erdgeschoss hatte es wenig Licht, der Energieverbrauch war hoch. So stand eine umfassende Sanierung der Gebäudehülle an. Die Fenster sind jetzt dreifach verglast und bodentief, die Außenwände und das Dach gedämmt. Viele Lieblingsplätze hat Thorsten Bauer jetzt. Es gibt verschiedene Lieblingsplätze. Hier diese Küchenterrasse, wie sie genannt wird, ist im Norden gelegen. Daher kommt nie Sonne hin, hat gerade im Sommer den Vorteil, dass man wirklich ganztägig sitzen kann. Man hat hier den Blick in den Garten. Und den Traum von einem Badeteich konnte Thorsten Bauer sich auch erfüllen. Ganz ökologisch gespeist mit Wasser vom Dach, das durch einen Vorteich geklärt wird. Ökologisch ist jetzt auch die Haustechnik. Die alte Ölheizung ist einer Gasbrennwerttherme gewichen, die durch die Nutzung solarer Wärme unterstützt wird. Im Keller steht außerdem ein raumluftunabhängiger Kaminofen. Einzeln steuerbare Lüftungsanlagen sorgen in allen drei Wohnungen für ein gutes Wohnklima. Möglichst viele der Materialien, die beim Umbau übrig waren, hat Thorsten Bauer wiederverwendet. So sind die alten Fenstersimse im Hochbeet als Umrandung verbaut, die alten Dachziegel dienen im neuen Garten als Füllmaterial. Bis alles soweit war, haben Thorsten Bauer und seine Energieberaterin Sibylle Plesch-Kinzler auch viel Geduld gebraucht. Es war ein ziemlich langer Prozess, aber das Ergebnis ist dann eigentlich, zeigt es, dass es ganz toll geworden ist. Ja. Also mir ist der Planungsprozess sehr wichtig gewesen und gerade hier, wir stehen ja hier in dem Eingangsbereich, der war vorher sehr schmal, sehr dunkel, es kam kein Licht rein und wir hatten dann zusammen die Idee, hier zur Küche hin aufzumachen und Licht reinzuholen durch dieses Fensterelement oder Türelement. Und das hat dem ganzen Haus eigentlich auch einen moderneren Charakter gegeben. Weiterhin man hat immer bewusst geguckt, was will man erreichen, was will man machen. Also wir haben die Fenster teilweise geschosshoch gemacht. Die hatten vorher alle eine Brüstung. Es war also etwas eng in den Räumen, dann auch an der Westseite nur ganz Kleinigkeit gemacht, ein schmales Fensterband, das dann auch noch zusätzlich vom Westen Licht reinbringt und einmal macht es den Raum heller und abends gibt es ganz besondere Stimmungen auch. Ja. Innen hat sich massiv viel verändert in der Raumwirkung, in der Lichtwirkung, auch durch den fehlenden Zug, durch die Fenster. Also die sind dazugekommen. Innen gab es eigentlich keine wirklichen Lieblingsplätze vor der Sanierung, die gibt es erst jetzt.